Willkommen zurück, meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Episode Nummer 20 der legendären Imgrip-Kampagne, in der wir zum ersten Mal anfangen, die Zwerge zurückzuschlagen. Es wird keine interessante Schlacht sein, deswegen machen wir die automatisch. Eine Zwergenlinie wird von Hochelfen zerschossen. Das war sogar gar nicht mal so schlecht, was automatische Schlachten angeht. Und dadurch haben wir uns weitere Freiheiten erkauft. Das Gebiet der Zwerge bzw. der Grünhäute, die hier auf jeden Fall gegeneinander kämpfen, sind mittlerweile ganz gut in meiner Hand und in der Hand der Zwerge. Ich hoffe nur, dass hier an dieser Stelle, bei der Schlacht um Karak-Azgal, die Grimgorgs harte Horde die Zwerge vertreiben wird. Karak-Azgal ist gar nicht mal so schlecht verteidigt. Aber die Zwerge sind halt schon recht stark drauf. Mit ganz vielen Langbärten und sogar Grombrindal, dem weißen Zwerg. Ich weiß, irgendwo war ja noch eine zweite Grünhautarmee, die uns hoffentlich eher unterstützen wird im Kampf. Öffentliche Ordnung bei Bennys Katzenfeste lässt zu wünschen übrig, aber wir bauen direkt weitere Gebäude, um hier positiv darauf zu wirken. Und ansonsten, hier gibt es jetzt auch negative öffentliche Ordnung. Aber wir haben leider keine Möglichkeit, gerade etwas zu bauen, weil ich auch kein Geld. Vielleicht sollten wir die Unverdorbenheit versuchen zu entfernen. Immerhin ist das Chaos kommt an Event gestartet worden. Vor einigen Zügen. Und der nächste Drache kriegen wir in 3 Zügen, soweit gut. Hier auf der Seite gehen wir gerade mit Imrik ins gegnerische Gebiet, tief zum schwebenden Dorf, um endlich anfangen zu können, mit allen Leuten zu handeln, die es gibt. Und hier bauen wir uns gerade wieder eine weitere ziemlich günstige Elfenarmee auf, denn es gibt hier eine Elfenrebellion, es kommen die Norskar, es kommen alle möglichen Nervsäcke, um uns Ärger zu machen. Hier oben hat Iolair angefangen, alles zu erobern. Im Großen und Ganzen läuft die Kampagne sehr gut. Und ich habe vergessen, Deloria zu bewegen. Ja, toll. Gut gemacht, Hamster. Mit etwas Pech kommt jetzt der Full-Stack Grünhäute inklusive Wong und überrennt uns. Aber wir haben hier einen Drachen dabei. Denn seien wir ehrlich, das ist die Imrik-Drachen-Kampagne. Wir könnten an sich mit einer einzelnen Armee, mit Imrik, wir können alles voller Drachen packen und alles erobern. Wäre gar kein Problem, wenn wir das machen würden. Ich bin übrigens hier gerade in einer Imrik-Aufnahme-Session drin. Ich habe tatsächlich richtig viele Episoden hintereinander aufgenommen. Ihr kennt das, wenn ich was anderes anhabe, ist es normalerweise ein anderer Tag. Wenn ich dasselbe anhabe, ist es häufig derselbe Tag. Einfluss gewonnen, danke, Tormrock wird belagert, Karak-8-Gipfel wird belagert und weitere Rebellionen stehen bevor. Iolair hat das Fluch. Verursacht Angst beim Kampf gegen Hoch- und Waldelfen. Besaß das Schwert von Kain zu lange. Die Dunkelheit beherrscht eure Seele. Nun gut, ein krasses Zeug. Der Marco-Gipfel wird bald so ein kleines bisschen in Probleme kommen, befürchte ich. Aber egal. Wir müssen einen Zug weiter hier drin bleiben, um uns zu oder wir gehen jetzt einfach hier nach. Hier kommt jetzt gleich die Rebellion beim Maku-Gipfel. Den Maku-Gipfel will ich eigentlich behalten. Oder wir rekrutieren hier nochmal eine Armee. Warum eigentlich nicht? Ja. Wir holen uns nochmal eine Armee, die kostet uns dann 1000 pro Zug. Kann dann eigentlich nochmal ein Feuerzauberer sein, weil warum nicht? Nee, das ist irgendwie doof. Rettungszauber für Phönixe will eigentlich keiner haben. Baumeister ist in Ordnung, warum nicht? Gibt es eigentlich schon irgendeiner, der da ist und nicht mehr so viel kostet? Der Verneiner wollen wir nicht, bestimmt nicht. Der Dämpfer, reduzierter Unterhalt für alles Mögliche ist in Ordnung. Naja. Ja, warum nicht? Obwohl. Dämpfer, Fürstin. Wind, Leere des Himmels ist schon eine gute Sache. Nehmen wir hier einen Glückspilz. Warum nicht? So. Dann haben wir noch eine weitere Armee und wir können unseren Eroberungsfeldzug auf der anderen Seite einfach weiterführen.
Geldmäßig kriegen wir allerdings so langsam aber sicher einen Hauch Probleme. Na gut, aber Krag 8 Gipfel können wir hier retten und dann kriegen wir da auch schon wieder ein bisschen Geld zurück. Insofern alles nicht so tragisch. Und die Armee sieht jetzt auch nicht extrem stark aus. So, Deloria, den habe ich letztens vergessen. Naja, genau, Imrik. Oh, der wird ja echt auseinandergenommen durch seine Anwesenheit in dieser Wüste. Krass. Denk, Einzugregeneration ist, glaube ich, okay. Wir haben so viel, dass wir das auch ziemlich schnell zurückholen, was wir verloren haben. Wurzak plündert uns gerade. Oh nein, die Zwerge haben die Grünen heute zurückgeschlagen. Tragisch. Und wir können nicht mit ihnen... Wir sollten nicht anfangen, mit ihnen Krieg anzufangen, denn... Ja. Wir kriegen ziemlich viel Geld durch den Handel mit den Grünhäuten. Aber egal. Dann gehen wir halt hier nach Todesklamm. Da steht eine Rebellion bevor. Das wissen wir. Eine Armee steht bereit. Eretrond hat sich bewegt. Deloria hat sich bewegt. Imrik hat sich bewegt. Ophelien, also wir können jetzt hier die Rebellion der Elfen zurückschlagen. Würde ich tun. Wollen wir es von Hand machen oder automatisch? Machen wir es automatisch. Das ist ein Beschusskampf. Habe ich jetzt nicht so den... Oh, Artillerie erhalten. Fantastisch, das erste Mal, dass ich sowas sehe. Gut, damit ist die Rebellion weg. Wir sind wieder frei. Die Weißspitze kann nun ihre Mauer erhalten und wir bekommen Marmorblöcke für verbesserten Handel. Plus unser Magier kriegt erstmal den Marschierer. So, und damit stehen wir wieder sehr, sehr, sehr gut da und können direkt eigentlich in den nächsten Zug, weil passiert momentan nichts. Eigentlich kann unser Zaubergeneral mit dem Schwert des Kain die gesamte gegnerische Armee alleine kaputt machen, glaube ich. Also mit praktisch 100% Resistenz. Ja. Da macht auch null Rüstung nichts mehr aus. Also nur magische Angriffe können ihm so ein bisschen oder ihr so richtig Probleme bereiten. Wir warten noch auf den nächsten Drachen. Okay, was ist da? Opfer für Madlan ausgeführt, Siedlung belagert. Nagagaketapatata wird angegriffen. Das wird jetzt langsam schon ein bisschen eng. Ich glaube, in dem Fall sollten wir das wieder von Hand machen. Immerhin hat er diesmal einen noch wertloseren 15 Rüstungszauberer. Den müssen wir kämpfen. Den müssen wir jetzt von Hand machen, wenn wir diese Siedlung behalten wollen. Ich möchte diese Siedlung behalten. Wie wichtig ist es, diese Besiedlung zu behalten? Überhaupt nicht wichtig, aber... Ja. Na. Ich meine, wenn sie schon da ist, warum nicht? Wir könnten uns sogar in den Wald stellen. Für Bonus gegen Groß, aber ich glaube, es ist okay. Ah, beziehungsweise auch hier sehen wir noch Bonus gegen Groß kommen. Ja, so ein bisschen schwach auf der Brust ist die Armee ja langsam schon. Cheese Battle, die Käseschlacht. Teil 1 und 25. Ja, so da ist im Zentrum. Stellen Sie mal so auf, dass möglichst wenige Gegner simultan angreifen können. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wir werden sehen. Okay, da kommen sie.
Red! To battle! Ancestors! So eine Salve auf die Vampirfledermäuse ist auch geschickt. Können die unsere Bogenschützen schon mal nicht so sehr stören? Ja, besser, wir machen die Fluchritter kaputt. Das. Anruf von der Hack auf Zombies, die nicht geheilt werden können. Das ist ausgezeichnet für uns. Okay, sehr gut. Das erste Regiment ist gleich erledigt. Wechseln wir auf die Todeswölfe. So, unser Gegner kommt. Steht in Position, wir fokussieren sofort den gegnerischen Ghoul-König. Beziehungsweise hier schießen wir auch noch auf die Fluchritter, die nicht in den Nahkampf kommen. Auch noch vorteilhaft für uns. So, und wir haben effektiv die KI kaputt geschießt. Mal wieder. Hat er eigentlich Anti-Infanterie? Nee, aber er hat Gift. Insofern, okay, diese Fluchritter sind tot. Dann fokussieren wir den gegnerischen General. Mit praktisch nicht vorhandener Rüstung. Jetzt. Jetzt wurde langsam getroffen. Das ist gut. Wir können beginnen, den Gegner zu flankieren. Glücklicherweise hängt der Gegner so ein bisschen drin fest. Ja, das Zentrum wird gleich ein bisschen durchbrochen. Glücklicherweise haben die Elfen eine sehr hohe Genauigkeit. Oh ja, sie haben wirklich sehr hohe Genauigkeit. Und damit ist der Gegner futsch. Perfekt. Das war viel, ich glaube, das war deutlich besser, als wenn ich die KI hätte machen lassen. 28 Kills. Also 28 Verluste auf unserer Seite ist ja doch sehr akzeptabel. Das heißt, unsere Armee regeneriert sich hier schneller, als die nächste Rebellion auftaucht. Ist es trotzdem Kackregion. Stimme zu. Und im nächsten Zug kommt sie gleich nochmal. Wundervoll. Naja, ist schon okay. Okay, wo stehen wir jetzt? Jetzt können wir hier rein und im Kampf um Krak 8 Gipfel unterstützen. Ja, machen wir sofort. Krak 8 Gipfel gibt uns ja wenigstens ein bisschen Geld, oder? Mit Weiden. Und unser Gegner sieht überhaupt kein Licht gegen die ganze Agentgarde, deswegen machen wir es automatisch. Unser Fürst bekommt einen schönen Level-Up. Was geben wir uns? Bogenmeister. Ja. Das ist eine gute Bogenschützenarmee. Wir packen ihn direkt in Karg nach Karg 8 Gipfel. Was haben wir noch? Ah, ja doch, jetzt müssten wir noch in der Lage sein, hier, fantastisch, schwebende Dorf anzugreifen. Wir haben Krieg mit euch ab jetzt. Ja, zur Sicherheit machen wir das mal vorhand. Nicht, dass diese zwei Ghule und die Vampirin uns zu viele Probleme bereiten. Außerdem können wir so nämlich unseren Feuerzauberer und Imrik heilen, damit die auf 100% Lebensenergie zurückkommen. Interessante Karte. Endlich mal eine Karte, die ich noch nie so gespielt habe.
Nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Nicht, dass es einen super großen Unterschied macht. Oh nein. Meine Spezialfähigkeit, 1 Million Drachenarten zur Verfügung zu haben, ist leider weg. Das finde ich sehr schade. Die sind ganz ordentlich gebraten worden hier, die Vampirfledermäuschen. Oh nein. Nicht, dass der Turm sie rettet. Das wollen wir nicht. Oh, was fliegen die denn da rum? Es kommt. Ich weiß, ihr wollt auf uns zukommen. Oh, unsere Gegnerin hat Seelenraub. Jetzt spucken wir hier mal auf die Vampirfledermäuschen. Ganz ordentlich. Okay, Zeit für die Exekution des gegnerischen Generals. Eins. Zwei. Drei. Es waren keine guten Aktionen. Ich bin enttäuscht. Imrik, komm, gib ihr den Rest. Okay, soweit dazu. Es war ein schwerer Kampf. Und wir haben es gerade so noch geschafft. Oh, das war ein idealer und epischer Angriff auf der Seite. So, Zeit, die Gruftgude platt zu machen. Drei Drachen gegen ein Regiment. Ja, okay. Ja, es hat funktioniert. Ah, ich freue mich schon auf die nächste Kampagne. Selbst wenn wir hier 2k Fullstack Chaos Armeen, glaube ich, gegen uns haben, hätten wir keine Probleme, mit dieser Imrik Armee einfach alles zu vernichten, was sich uns entgegenstellt. Das ist ziemlich krass. Mal sehen, was mit Hamstermama ist. Ja, Hamstermama ist immer noch nicht da. Kommt schon seit Tagen nicht mehr nach Hause. Also. Eigentlich glaube ich, muss ich hier mal kurz an der Seite den Rollladen runter machen. Damit die Lichtverhältnisse für die Kamera ein bisschen besser werden. So. Ausrauben. Ja. Nein, wir schaffen es. So, Mist. Naja. Okay, so war's soweit für ihn. Was ist mit Ophelien? Hier läuft erstmal noch nichts. Wir können uns diesen Schatz da unten schnappen. Der sieht eigentlich ganz nett aus. Skeggy, gefallene Tore, Ziggurat. Hier so eine komische Untotenrebellion. Mhm. Ach, auch hier zerfällt die gegnerische Armee die ganze Zeit. Dann kann ich mir da, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit lassen. Jo, ich frage mich, warum hier eigentlich nichts über irgendjemanden gehört. Und ich hier eine Siedlung nach der anderen kolonisieren kann. Sogar Obstgärten.
Und die will keiner haben, verstehe ich gar nicht. Was soll das? Okay, Chaos-Korruption ist ein bisschen hoch. Kann ich hier wirklich das Schwert des Kai? Ich kann dir das Schwert des Kai nicht mehr abnehmen. Krass. 70% Rettungszauber und 38% physische Resistenz. Aber wir sind tatsächlich so weit, dass unser Drache eigentlich unverwundbar geworden ist. Und sie überhaupt gar keine Unterstützung mehr benötigt. Im jetzigen Zustand. Das ist ziemlich okay. Ziemlich okay. Hier holen wir uns noch ein paar Speerträger. Was mit Eretron, der hat schon was gemacht. Delori hat noch nichts gemacht, aber kann auch irgendwie nichts richtig machen. Es sei denn, wir greifen Katar an. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass Katar möglicherweise mehr Probleme verursacht, als es wert ist. Den Nebelberg hätte ich allerdings gerne noch. Den Nebelberg hätte ich ehrlich gesagt noch. Meine Güte, die öffentliche Ordnung. Vielen Orten fängt sie an, so langsam aber sicher Probleme zu bereiten. Naja. Da geht's. Aber ach Gott, nächster Zug. Endlich wieder ein neuer Drache. Sollen wir hier noch weitergehen? Mal sehen, da die Bretonen und die Menschen haben ja alles ganz gut eingenommen. Gipfel, ja. Naja, gut, komm, ich kann eigentlich mit ihr gar nichts machen hier an der Stelle. Lass sie einfach mal da hin und her laufen, vielleicht. Ist okay, keine Ahnung. Immeriges Werk Ophelien. Ja, geh mal da runter. Dann können wir uns nämlich im nächsten Zug diesen Schatz holen. Und vielleicht mal diese komische Armee hier angreifen, die uns so lange schon Ärger macht. Gut, und ab in den nächsten Zug. Die Rebellion kennen wir ja, ist uns egal. Immerhin sinkt jetzt die Vampirkorruption sehr, sehr schnell. Ihr wollt militärischen Zugang und seid allerdings mit praktisch jedem im Krieg. Ich glaube nicht. Ich glaube eher nicht. So viel Bevölkerungsüberschuss, wundervoll. Das bedeutet, wir können weitere Gebäude für die öffentliche Ordnung bauen. Wo ist eigentlich das Chaos? Ich dachte, die Chaos-Invasion hat begonnen, aber ich sehe bisher noch gar nichts davon. Ah, da haben wir den Drachen. Wo ist er? Hier! Das trifft sich gut. Das trifft sich gut. Also zuerst schicken wir ihn hier rein. Null Verluste. Ah, ich hätte vorher meinen Feuerzauber rausziehen sollen. Aber okay, es ist leider schon passiert. Sonst noch irgendwas? Wir haben jetzt Blitzschlag. Wir können auch halt die Stellung reinpacken. Aber das ist echt nicht wirklich wertvoll. Mehr Waffenstärke für Drachen ist okay. Wir können ihm jetzt noch Geschossresistenz geben. Schaden tut es nicht. Feuerzauber hat bereits... ja, er hat alles. Schwebendes Dorf gehört uns. Piazza bauen wir eh nicht. Da sind die Grünhäute. Die gehen nach Krat trommeln und wollen uns da Ärger machen. Da stellen wir eine Armee auf, um zu verhindern, dass sie da hier vorne hinkommen. Ja, was macht eigentlich hier Eretrond? Auch der kann sich jetzt nach Westen weiter ausbreiten. Ich glaube, das ist okay. Los mit dir. Haben sie auch mal noch nichts geschrieben. Das ist okay. Ja. Nicht, dass die Zwerge hier alles anfangen zu erobern und für mich nichts mehr übrig bleibt.
Haben wir jetzt eigentlich einen Anhaltspfad? Nee, noch nicht ganz. So sind die Gruftkönige. Mit denen müssen wir wahrscheinlich auch noch Krieg machen. Aber das ist okay. Mache ich sehr gerne mit ihnen. Im nächsten Zug holen wir uns dann diesen tollen Schatz. Wie sieht's her aus? Wir warten, dass der sich noch ein bisschen, dass der noch ein bisschen größer wird, bevor wir unsere Armee dagegen schicken. Minus 10 öffentliche Ordnung. Ist echt schon derb krass. Öffentliche Ordnung an so vielen Stellen. Even Archmages sleep. Infused by Hoeth. Okay, im nächsten Zug können wir da oben weitergehen. Hier haben wir uns bewegt, da haben wir uns bewegt, da haben wir uns bewegt, da haben wir uns bewegt. Weiter geht's. Vielleicht gibt es jetzt auch noch mal ein kleines bisschen Schwierigkeiten. Wir werden sehen. Also nein, sein wir, es wird natürlich keine Schwierigkeiten geben. Es ist vollkommen unmöglich, die in dieser Kampagne noch irgendwelche Schwierigkeiten zu haben, die uns irgendwelche... drei Grünhautarmeen beim Fluss der Verdammnis, die uns irgendwelche großen Probleme bereiten könnten. Wir haben unbesiegbare Armeen. Ah, endlich erhöhte diplomatische Beziehung. Was wollen wir noch machen? Spionagenetzwerk. Der Ritus des Asurian ist wieder zur Durchführung bereit. Rebellion steht bevor. Plündern, 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 plündern. Alles gut. Ist mir egal. Der Eisenstachel. Ah, eine weitere Eisengrube. Sehr gut. Die will ich auch haben. Und die Armee kann jetzt weitergehen. Wir brauchen noch die uralte Stadt Quintex. Die holen wir uns so schnell wie möglich. Meine Güte, kann sich diese Armee hier weit bewegen? Warum kann die sich eigentlich so weit bewegen? Das gibt's doch gar nicht. Warum kann die sich eigentlich so weit bewegen? Bewegungsreichweite der Kampagne plus 20%. Nicht schlecht. Ist das der Vorkoster? Ne, weiß ich gar nicht. Das ist ihre eigene Fähigkeit. Was, wie auch immer die sie bekommt. Gut, dass die trostlose Feste hier das bisher noch nicht wollte. Gemeißelte Obsidian nehmen wir gerne mit. Hier mit der Armee können wir jetzt eigentlich auch einfach nur hier rumstehen. Hoffen mal, dass der uns nicht angreift. Und selbst wenn, glaube ich, naja, der Ecke würde uns auf jeden Fall Probleme bereiten, aber ich glaube nicht extrem viele Probleme. Ja, okay, die Grünen heute hier. Okay, wir können sie leider nicht angreifen, schade. Trained by the White Tower. High Elven Archmage. Kratrom brauchen wir ein bisschen mehr. Oh nein, Todesklamm wird auch bald überrannt. Ja, schade eigentlich. Okay, jetzt kommt unser Zauberer. Dragon Prince. Komm, du gehst mal dahin. Ja, er holt sich das und dann können wir in der nächsten Episode direkt den Drachen schnappen. Strategy beyond compare. Klasse, klasse Typ hier. Einfach ein klasse Typ, dieser Imrik. Ja, den kriegen wir noch. Mhm. Talisman von Loek. Meh. Oh. Wir sollten eigentlich noch hier das Monument des Mondes und Fahuats überrennen. So richtig gut sind die ja nicht. Karazakarag liebt uns. Es ist wundervoll. Wie sieht's mit den anderen aus? Oh, mit Camry könnten wir jetzt handeln. Dann kriegen wir lockere 600 Gold. Ast rein. Zu dumm, dass ich euch gleich niedermachen muss. Die anderen Elfen finden mich ganz furchtbar. Ist ja blöd. Ich bin doch so toll.
Zum Glück sind die alle unglaublich schwach. Und die einzige Geschichte, die ich mit euch machen muss, ist, ich brauche eigentlich nur Airtime. Der ganze Rest der Hochelfen ist wertlos. Gut, und damit können wir eigentlich schon... Obwohl, ne, Eretron kann wieder noch was machen. Ah ja. Ja, gut. Oh nein, die Zwerge. Zwerge expandieren mit rasender Geschwindigkeit. Wir müssen sie aufhalten. Beziehungsweise ich muss sie überholen. Ach, sind überall Full Stacks. Our enemies shall tremble. Find the wind. This is absurd. Warum gehst du nicht dahin? Seek land. Okay, hier können wir auch nichts machen. Beziehungsweise, der wird fallen sogar, wenn wir uns da hinstellen. Oh, die Zwerge greifen den Nebelberg an. Ich hoffe, sie schaffen das. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Weiter geht's. Oh, okay, Konföderation. Nagadith ist in der Tasche der Standard-Hochelfen von Eatrin. Mist. Aber das war zu erwarten. Auf Tunnelnetzwerk abgefangen. Ha. Ja, ihr seid tot. Sie sind tot. Damit gibt es nur noch diese Region bei Todesklamm der Grünen heute, die übrig sind. Ein einziges Scheitern. Ihr wollt Frieden. Für 1000 Gold. Meh. Okay. Was ist das? Ach, die Vampirfürsten greifen uns an und sind schon von vornherein chancenlos. Ja, wir machen so. Zwangsarbeit für Zombies. Krasses Zeug. Was? Oh nee, Zwergenrebellion. Hat mich platt gemacht. Sauerei. Okay, aber ich glaube, das soll uns mal wieder für heute reichen. Nagazizada wird erneut angegriffen. Wir schlagen es erneut zurück. Die Chaoshunde überrollte in der Gnade und alles in ihrem Weg wurde zerschlagen. Doch auch die schlimmste Flut muss irgendwann abbeben und nun taumeln die gestundenen Überlebenden durch die Überreste der Attacke. Wir sind gerettet, kreischen sie und vergessen die grausame Tatsache, dass jede Flut die Ungarn... Nein. Oh! Die Flut des Verderbens ist vernichtet. Tja. So kann es gehen. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen, meine hochverehrten Zuschauer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Imrik schnappt sich den Drachen, denn der Drache ist in der nächsten Episode dran. Bye, bye.